Die italienische Eishockey-Nationalmannschaft kann weiterhin von Olympia 2018 in Südkorea träumen. Die Azzurri wurden am Wochenende in Cortina in der Olympia-Präqualifikation gegen Serbien, den Niederlanden und Großbritannien ihrer Favoritenrolle gerecht, gewannen alle drei Begegnungen und stiegen in die alles entscheidende Qualifikationsrunde Anfang September in Norwegen auf, wo sie sich mit den Gastgebern Frankreich und Kasachstan das Olympiaticket ausspielen werden. In Cortina zeigt Italien eine starke Vorstellung. Nationaltrainer Stefan Meyer hatte in den 23-köpfigen Kader gleich 15 Südtiroler einberufen. Und diese hatten einen maßgeblichen Anteil an allen drei Siegen. Ich denke, es war immer sehr wichtig, dass man die eigenen Spieler, die einheimischen Spieler in Verantwortung zieht, dass man ihnen irgendwie die Mannschaft oder halt das Team übergibt und sich nicht immer nur auf das Wohl oder das, was dir die Italer Kanadier bringen, verlasst, dass die einen Unterschied machen. Sie sind jetzt gefordert, sie haben jetzt die Verantwortung bekommen, sie haben sie übernommen, sie führen das Team auch. Es hat sich eine sehr gute Dynamik entwickelt, es hat sich ein sehr guter Zusammenhalt entwickelt. Im Eröffnungsspiel feierte Italien gegen Serbien einen 8:0 Kantersieg. Die Azzurri dominierten die Partie, feuerten 70 Schüsse auf das Tor der Serben ab, bei gerade einmal 4 Gegenschüssen. Mit Daniel Frank, Markus Ganda, Alexander Ecker und Diego Costa trugen sich gleich 4 einheimische Spieler in die Torschützenliste ein. Wir haben zusammen wirklich super gespielt. Wir haben den Rhythmus hochgehalten, alle 60 Minuten, vor allem diszipliniert gespielt. Wir haben 2 Strafminuten gekriegt. Wir haben die Scheibe sehr gut verwaltet. Wir haben immer Scheibenbesitz gewesen. Wesentlich anspruchsvoller war das zweite Match gegen die Niederlande. Viel Prominenz war bei diesem Spiel dabei, wie CONI-Chef Giovanni Malagò oder der Präsident des Eishockey-Weltverbandes René Fasel. Vor dem ersten Puckheimwurf wurden die Trikots mit der Nummer 4 von Gianfranco Darin und jenes mit der Nummer 11 von seinem Bruder Alberto für immer eingezogen. Die Azzurri konnten dann aber kaum überzeugen. Trotzdem gewannen sie 4:2 und holten die 3 Punkte. Mit Marco Insam und Diego Costa erzielten auch diesmal die Südtiroler Spieler die Hälfte der italienischen Tore. Wir haben eben ein bisschen Probleme gehabt, den Rhythmus zu finden, weil natürlich Serbien, durch den, dass sie eifelläuferisch doch sehr unterlegen waren, physisch überhaupt nichts entgegengesetzt gehabt haben. Und Holland hat uns dann doch ein bisschen mehr gefordert, hat härter gespielt. Und insofern haben wir nie einen richtigen Rhythmus gefunden, aber es ist ja ein Zeichen von der Geschlossenheit von der Mannschaft, von der Kompaktheit von der Truppe, wenn man solche Spiele trotzdem gewinnt. Man muss nicht schön spielen, wichtig ist, wenn man solche Spiele gewinnt. Im Finale gegen Großbritannien ließen die Azzurri dann immer wieder ihre Klasse aufblitzen. Italien setzte sich mit 6:2 Toren durch und diesmal gingen sogar 5 Treffer auf das Konto der Südtiroler. Christian Bogatello traf 2-mal, Anton Bernhard, Simon Kostner und Joachim Ramosa je 1-mal. Sie haben versucht, ihn einzuschüchtern, sie haben es auf den physischen ausgelegt, sie haben extrem hart gespielt, aber einen Haufen dumme Strophen gekriegt. Wir waren in Stand, im ersten Drittel gleich schon das auszunutzen, 2 Tore zu schießen, Überzahl, noch 3-0. Haben wir ein bisschen vielleicht, ja, 4-0 haben wir angefangen, ein bisschen zu früh das Spiel versuchen zu verwalten, 4-2, aber dann noch 5-2 war eigentlich alles entschieden. Italien muss nun vom 1. bis 4. September nach Norwegen zur alles entscheidenden Qualifikationsrunde mit den Gastgebern Frankreich und Kasachstan. Der Gruppensieger wird in 2 Jahren in Südkorea dabei sein. Für die Azzurri eine sehr schwierige, aber nicht unmögliche Aufgabe. Wir sind seine Favoriten. Das liegt uns sicherlich besser auch von der Spielanlage her, weil wir ja gewohnt sind, irgendwie auch so ein bisschen auf unser Konterspiel auszulegen. Und gegen die Gegner musst du natürlich taktisch anders spielen. Und du hast natürlich auch nicht den so großen Druck. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, also chancenlos sind wir auf keinen Fall. Der Verband wird uns die Möglichkeiten geben, dass wir Ende Juli schon einen Lehrgang machen, also ein Trainingslager, wo wir uns gezielt vorbereiten können, wo wir wahrscheinlich auch 10 Tage, vielleicht auch hoffentlich 2 Wochen kriegen und dann im September, kurz davor, nur ein paar Tage, aber der Grundstein, hoffe ich, können wir Ende Juli legen. Italien hat bisher an 9 Olympischen Winterspielen teilgenommen, das erste Mal 1936 in Garmisch, das letzte Mal vor genau 10 Jahren in Turin, als die Azzurri Elfte wurden. Von dieser Mannschaft stehen nur noch Armin Helfer und Christian Bogatello im Team. Das beste Ergebnis erzielte Italien übrigens 1956, gerade in Cortina mit dem 7. Rang.